Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Alles Klärchen mit mir, TMWS Ref. So, wir eilen dann jetzt mal Kid Trunks und zum Guten zur Hilfe. Und ja, vor dem Oberbösewicht Broly. Ja, was kann Son Gohan dagegen ausrichten? So als großer Bruder, bestimmt viel, ne? Trunks und Son Gohan können den Drachen nicht rufen und geben auf. Da kommt Son Gohan. Kakarot ist nicht da, genau. Warte mal. Weißt du was, Son Gohan? Ich glaube, ich gebe dir mal ein bisschen anderen Stuff, okay? Du hast bis jetzt einen super guten... Ja, super guten Weg hingelegt. Mit diesen Z-Objekten. Ja. Eigentlich ist das ja ein bisschen Trainingsdiebstahl, wenn man das mal genau betrachtet. Eigentlich ist das doof, ja, aber. Aber du hast ja jetzt auch nicht Nein gesagt, daher. Ja. Warte mal, Geschwindigkeit? Geschwindigkeit soll jetzt ersetzt werden. Ja, soll so bleiben. Dann Explosion 1. Ja, auch wieder. Und Explosion 2. Plus 10. Yep. Ja. So soll's bleiben. So können wir kämpfen und los. Und Level... Oh, guck mal, 151 ist Broly. Leute, ey. Ist es doch nicht manchmal... Ist nicht irgendwann mal Schluss hier? Mit den Überpowern. Warte mal. Was hast du alles? Masenko voll... Okay, Energiestrahlerwolle gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Eigentlich ist das sehr, sehr hilfreich. Meistens. Geh weg mit deinen grünen Kiebellen. Ach Mann. Ja, komm, mach deinen blöden Fallschützen. Ach Mann, die Gegner lassen sich heute gar nicht mehr so in die Luft katapultieren, irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder zumindest ist das heute so, das Gefühl. Aber ich! Lass mir das natürlich mit mir machen, ne? Ey, nein! So, ich mache jetzt auch meinen kleinen Volley. Einfach, weil es mir gefällt. Oh, ey, sag mal. Der kann nichts anderes als einen dummen Fallschützen, oder? Mann, bist du ein Langweiler. Bam, jetzt hast du mich mal nicht mehr im Visier. Ach Mann, okay. Das musst du zurückschlagen, Son Gohan, come on. Und er hat auch geblockt. Also der wird doch... Also er ist gar nicht so dumm, wie er sich preisgibt. Was hast du eigentlich als so Ultra-Knall-Attacke da? Warte mal, was hast du da? Super-Kamehameha. Wilder Sinn. Weißt du was, du machst jetzt gleich mal... Oder warte mal, Full-Power... Oh, Broly, ey, du... Hotze, Mann, verpiss dich. Ich will jetzt mal nichts von dir hören. Jetzt mach schon. Ich kann mir gar nichts dazu, hier mal was zu verwenden, weil dieser Oberarsch mir alles kaputt macht. Oh ja, komm, gib's mir jetzt. Ey, wenn ich jetzt verliere, dann raste ich aus. Das darf jetzt aber nicht passieren. Bam! War Rush Death. Oder, ja, einfach mal gegen die Wand. Tot. Das war ein schöner Tod, das zu sehen. Also, es war schön, das anzusehen. Gut. Aber Mensch, Broly ist doch schon ein bisschen irre. Ja. Scheiß Situation. Wie gehen wir damit um? Ganz einfach mit Taktik.
So wird's schon gehen, ja genau. So, im Kamehaus ist wahrscheinlich mal wieder nichts Besonderes, nur einen Muten Roshi einzusammeln oder einen Oolong. Ja, ja, wenn Oolong als spielbarer Charakter hier wäre, ey, das wäre natürlich... Na, obwohl, Oolong... C18! Oh nee, weißt du was, gegen dich habe ich gar nichts einzuwenden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, du kannst von mir aus gerne kommen. Hm. Mich schert es eigentlich nicht, aber der Typ, der den Spaß verdorben hat, wird zahlen. Genau. Neuer Charakter, Cyborg Nummer 18 hinzugefügt. Danke, Cyborg 18, dass du mit mir joinst. Gut. Dass du dich mir anschließt. Yep. Merkstraße, ich komme. Aber habe ich dir eigentlich schon mal was ausgerüstet? Außerdem, du hast doch jetzt ein Kind namens Maron, oder nicht? Ja. Son Gohan hat alles gegeben, um Broly zu besiegen und verliert das Bewusstsein. Ein unerwarteter Freund taucht gerade rechtzeitig auf, um ihn zu retten. Jo, Kuririn-san. Unglücklicherweise ist Broly noch am Leben. Als Ultra Saiyajin diesmal, ja, schön. Wie wär's, wenn du Cyborg Nummer 18 sich um dein Kind kümmert, das gleichzeitig auch ihr Kind ist? Aber was für ein verantwortungsloser Vater bist du eigentlich? Ja, seit der Buu-Saga haben die beiden ein Kind. Ja, namens Maron. Einfach mal nach der Ex benannt. Was bist du denn für einer? Ganz komisch. Also, ganz ehrlich, irgendwie kann ich Krillin zum Verrecken nicht ausstehen. Immer noch. Weiß nicht. Also, ich meine, also manchmal. Es sind nicht immer, aber es sind manchmal so Zeiten, da denke ich mir so, was ist das eigentlich für so ein... Ah! Kotzbrocken. Aber für alle, die Krillin mögen, das ist jetzt nicht, ja. Klingt alles total beschissen, also... es ist nicht so, dass ich ihn komplett hasse, ja, aber es gibt einfach Zeiten, da regt er mich auf, ja. Und ist kein Hass, ist kein Hate, keine Panik. Ja. Aber das liegt ja wahrscheinlich jetzt an der Auffassungsgabe des Gegenübers, ne? Egal. So, Ausrüstungsklotz plus 2 und jetzt noch ein Explosion 2. So, ich will jetzt nämlich mit C18 in den Kampf ziehen, anstatt mit Krillin, weil mir das ehrlich gesagt lieber ist. Habe ich dir schon einen Dingskirschen gegeben? Nein, habe ich den nicht, okay. So, kann's bleiben. C18, du kommst rein. Ja, perfekt. Aber ich glaube, wir kämpfen erstmal mit Son Gohan, oder? Na ja, gut. Ist egal, nicht schlimm. So, ich hoffe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Ganz schlechte Idee, Broly. Nochmal. Du hast auch die ganze Zeit mit deinen Fallenschützen geprahlt. Ja, also jetzt reg dich nicht auf. Wow. Löschkanone, nicht bad. Okay, aber das war bad. So, jetzt kommt die Frage, wer hat die eisernsten Muskeln? Alter, denk ein bisschen mehr nach, Broly. Das ist, tut deiner Gesundheit sehr gut, glaub mir. Warte mal, was ist eigentlich jetzt? Ach, warte mal, nee, scheiße. Ich wollte mal diese Full-Power-Attacke machen, aber... So, C18 kommt gar nicht mehr zum Einsatz. Das ist ein bisschen schade, aber... Boing! Yes. Okay, also Ultra Saiyajins kann man ja schlecht ein Bein stellen. Full Power Attack, jetzt will ich wissen, was das ist. Ah, nee. Ah! Wie viel Ki zieht der mir ab? Ist der geisteskrank? Ach ja, wir reden hier von Broly. Natürlich ist der geisteskrank, ja. Oh!
Ja, komm, mach nochmal deinen gigantischen Hammer, damit ich dir endlich... Yes, Baby! Das ist dein Verhängnis. So, ist jetzt Schluss mit Broly? Ich hoffe doch. Nein, immer noch nicht. Was will er denn noch alles kassieren, damit er endlich mal kapiert? Okay, Krillin hat Level Up, das ist schön. Boing, 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 boing. Ja! Krillin, ja. Warum immer ich? Ja. Ich könnte es dir sagen, aber ich will dich hier jetzt nicht alles vor den Kopf stoßen, aber egal. Scheißegal, nee. So. Boing, 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 boing. So. Krillin ist irgendwie ein bisschen tot oder was? Ich hoffe nicht. Oh. ミスター・サタンの娘よ。ご飯を助けたい。その一心で立ち上がるビーデルもついに力尽きてしまう。ビーデルさん。この野郎。無駄なことを今楽にしてやる。兄ちゃん。Okay, gut. Also, großer Bruder und kleiner Bruder sind im Einsatz. Ein wahres Traumteam. Oder Paar, ja. Ich glaube, einige bevorzugen den Begriff Team. Oder Duo. Aber Leute, irgendwie, das ist doch jetzt schon das dritte Mal, dass wir irgendwie mit so einem Gorn, erwachsener so einem Gorn, gegen Broly kämpfen und ständig dieses dämliche Wolligeballer machen, oder? Also irgendwie kommt mit... Also es gibt Zeiten, da ist dieses Spiel manchmal wenig abwechslungsreich. Es sei denn das. Nein, 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 warte. Full Power Attacke bitte. Ah, Son Gohan, du sollst aufladen. Du sollst dein Masenko aufladen, verdammt. Oh, kannst du mal was anderes machen? Ha! Hätte ich nicht gedacht von dir, dass du das fertig bringst. So, kannst du mir einen Gefallen tun, jetzt endlich mal das Zeitliche segnen? Du bist so nervig penetrant und all das. Hat der jetzt etwa einen Dragon Ball eingesammelt, dieser Oberspasti? Boah, weißt du was? Ich werde dich jetzt so knallhart töten, das glaubst du gar nicht. Wer mir ein Dragon Ball klaut, der wird mit dem Leben dafür bezahlen! Ah! Leute, das ist jetzt ein Scherz vom Spiel, oder? Ich hätte nicht durch diesen Stein rumschubsen dürfen, was weiß ich. Wir erhalten Fusion und der große Simon 2. Ach ja, das ist bestimmt Videl, das Saiyaman. Und Fusion? Fusion? Was bitte ist Fusion als grünes Z-Objekt? Ich nicht ganz verstehen. Kann man das dann mitten im Kampf dann einsetzen oder so? Fusion, aber ja. Kamehameha! Kamehameha! Senno, onegai! Tasukete! Meitachi ga motteru power wo zenbu dashikin da! めはめは。親子3人の力で再びブロリーを倒すことができた。一体あの悟空の姿は何だったのか。それとも一瞬の幻だったのか。 Okay. Ein Traum war es mit Sicherheit nicht, oder? Also ich habe den Film Brolys Rückkehr jetzt nicht gesehen, aber... Ach, Leute, warte mal, Fusion, es wird mir einiges klar, ja. Das ist das neue Szenario! Jetzt habe ich es kapiert, so. Darauf hätte ich aber auch früher kommen können. Okay, Fusionserneuerung, was ist denn das nochmal? Ah, okay, Gogeta, das böse Monster Janemba taucht auf, wieder beginnt eine heftige Schlacht. Also, das ist, glaube ich, dieser Kinofilm, der damals... lief. Okay, auf geht's. Fusionserneuerung.
魔人ブーとの激戦を制した後、あの世での修行に励む孫悟空。同じ頃あの世で思わぬ事故が発生し、怪物邪念馬が誕生する。その影響でかつての強敵たちまで復活を遂げ、地上は大混乱に陥る。あの世とこの世で展開する大激戦、次第に追い込まれる Z 戦士たち。超難敵邪念馬を倒すため、二人の超戦士は融合を決意する。ふーん、オッケー、nette Geschichte。Wenn hier jetzt schon wieder Broly steht, dann krieg ich das Kotzen im Ernst. Dann verstehe ich nichts mehr. Junge, warum bist du nicht im Jenseits? Verdammte Scheiße, was willst du noch hier? Willst du Kakarot, dann dein Kakarot ständig stalken oder was? Also nee, entschuldige, da habe ich jetzt keine Lust zu. Sonst zeige ich dich bei der Polizei an oder so, was weiß ich. Wegen, Nachstellen oder so. Weiß nicht. Warum ist der noch da? Gibt's doch nicht. Ist doch ein Scherz. Der müsste doch eigentlich einen Heiligenschein über sich jetzt haben, oder nicht? Sieht aus, bla bla bla. Ja, Test werde ich mit Sicherheit bestehen, so als so ein Goku. Nappa! Und Turtles! Hi, ihr süßen Boys. Das wird jetzt eine schöne, nette Schlacht werden. Jo! Okay. Bam. Au, haha, das war direkt in meinen Rücken. Ach Gott. Wow, Nappa, du rapst mich aber hier richtig heftig mit deinem nackten, fast nackten Body. Mano, jetzt reicht's aber. Jetzt will ich auch mal am Zug sein. Mann, jetzt will ich dich mal rapen. Was, ey, wieso? Hallo, was ist denn los hier? Wieso krieg ich den nicht? Stopp! Ich verpiss mich jetzt gleich erstmal eine kleine Runde. Also hier geht doch jetzt nichts um rechten. Jetzt. Mann! Wieso kann ich dich nicht. Na also, endlich komm doch mal zum Zug. Mann, oh. Ich hasse dich, Nappa! Wehe, wenn du dich jetzt nicht treffen lässt. Du bist so ein unsensibler Liebhaber, weißt du das? Ach, Mann! Jetzt muss aber mal Schluss sein hier, verdammt. Okay, weißt du was, Kaioken? Ich zeig's dir nochmal. Mit meinen geilen Kaioken, yeah! Okay, Leute, eigentlich haben wir noch super gute Chancen, um das zu gewinnen. Also, hallo. Ja, definitiv, was jetzt? Oh, Leute, ich hasse dieses Block, dieses Blockgeräusch, ey. Das ist so unerträglich. So, wieso treffe ich Turtles, verdammt, zum Verrecken? Das gibt's doch nicht. Ja, oh. Ja, komm, wirf mich, yeah, cool. Nochmal. Aber nicht so. Alter, was hat denn dieser Todeskiller für einen riesen Umfang hier, ey? Das ist doch nicht mehr normal. So, weißt du was? Kaioken, nochmal.
Oh ja, komm, gib's mir mit deiner geilen Welle. Ja, 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 ja. Oh Mann! Warum blocken diese verdammt beschissenen Saiyajins alles? Ich hab keinen Bock mehr auf diese. Verdammten. Weiß nicht. Jetzt reicht's! That. We must pay for this. Yeah! We won. Kaioken ist weg. Okay. Okay, Leute, es wird Zeit, dass hier nochmal eine kleine Pause angesagt wird. Leider, ja, dann widmen wir uns aber auch das nächste Mal dieser netten Fusionserneuerung. Keine Panik, es geht bald weiter. Euer TMBS-Driver und Chichao! Nettes Weltkartenthema ist das.